Das ist eine kleine Serie zur Sicherheit in sozialen Netzwerken. Geht ein bisschen darum, wie ihr eure Accounts schützt, wie ihr mit anderen besser zusammenarbeiten könnt, ohne dieselben Passwörter verwenden zu müssen, wie ihr eure Privatsphäre schützt und so weiter und so fort. Da habe ich eine ganze Playlist dazu gemacht. Und das ist jetzt die Folge zum Thema Twitter mit mehreren gemeinsam auf einem Account nutzen, aber nicht mit demselben Kennwort. Ja, bei Twitter ist es ein bisschen schwieriger als bei YouTube oder bei Facebook zum Beispiel, denn bei Facebook habt ihr vielleicht eine Page und dann könnt ihr mit mehreren Administratoren diese eine Page betreuen. Bei Google mit einem YouTube-Account genauso, auch da kann man mittlerweile andere Leute zu einem YouTube-Konto hinzufügen. Aber bei Twitter, da gibt's das irgendwo nirgends. Also man kann in der App sich den Wolf suchen, man wird diese Einstellung nicht finden. Twitter heißt immer ein Benutzername, ein Kennwort. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist sogar eine offizielle Möglichkeit von Twitter inzwischen, nämlich die Software TweetDeck. Und ich mache die mal ganz kurz mit euch auf und gehe die mal ein bisschen mit euch durch. Denn das ist mittlerweile ein offizielles Produkt von Twitter, seit ein paar Jahren schon. Und da gibt es einen kleinen Lifehack drin und den würde ich euch gerne zeigen. Und zwar geht ihr rein mit eurem ganz normalen Twitter-Account. Ihr müsst den einmal autorisieren. Im besten Fall natürlich auch nochmal mit der Zwei-Wege-Authentifizierung, dass ihr eine SMS bekommt, wenn sich jemand versucht, mit eurem Twitter-Account irgendwo einzuloggen. Dann gebt ihr in diesem Fall den Security Key ein und ich verwende bei mir eigentlich immer einen Passwortmanager. Ich habe also meine Passwörter gar nicht mehr im Kopf, sondern verwende immer irgendeinen Manager, wo ich das rauskopieren kann und warte dann kurz auf die SMS, die kommt. So, jetzt sind wir drin in TweetDeck, das wird einmal geladen und an sich ist TweetDeck eher so ein Dashboard, wo ihr ganz viele Sachen beobachten könnt. Hashtag-Suche, Accounts, denen ihr nicht folgt, beobachten, ganz viele Accounts in einem Dashboard anschauen. Aber es gibt eine Funktion, die ist wahnsinnig praktisch und zwar könnt ihr hier auf der linken Seite auf euren kleinen Accountnamen drücken. Und dort gibt es dann eine Funktion, die heißt Manage Team. Und wenn ihr auf Manage Team drauf drückt, dann könnt ihr dort andere Twitter-Namen hinzufügen, die quasi als dieser Account twittern dürfen. Bedeutet, ihr selbst habt vielleicht einen großen Twitter-Account, den mehrere betreuen sollen, habt aber diese Mitarbeiter oder Kollegen oder Freunde oder Freundinnen, die sich mit ihren eigenen Twitter-Accounts in Zukunft eben jetzt bei TweetDeck anmelden und dann über diese Software auf eurem gemeinsamen Account twittern können. Bedeutet, ein bisschen wie bei einer Facebook-Page oder bei einem YouTube-Konto eben auch, ihr habt jetzt eine mandantenfähige Version mit mehreren Logins. Schöne Funktion, die normalerweise eher in so großen Enterprise-Suites drin ist, wie Hootsuite oder sowas in der Richtung, wo ihr einen monatlichen Betrag abdrücken müsst, in diesem Fall die kostenlose Variante über TweetDeck. Dazu habe ich eine ganze Playlist noch gemacht mit vielen so kleinen Tipps zu den sozialen Netzwerken und zu den digitalen Plattformen. Schaut da gerne mal rein. Ich freue mich auch über ein Abo und alles Weitere, das klären wir jetzt in den Kommentaren.